wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das ist das dritte Video, was ich hintereinander wegdrehe. Also Tag 3, drittes Video. Und ich bin jetzt schön krank. Schön über Nacht eine Erkältung bekommen. Morgen fliegen wir in den Urlaub und es ist noch so viel zu machen. Ich kann das gerade überhaupt nicht gebrauchen. Chaka, du schaffst das. Dankeschön. Also ich habe mir jetzt auch schon 2 Tassen Tee gemacht, aber ich kann die noch nicht trinken, weil sie viel zu heiß sind. Ich werde das mal anfangen und werde eine Liste machen von den Dingen, die wir mitnehmen müssen, weil wir haben ja nur Handgepäck diesmal. Keinen großen Koffer und ich darf nichts vergessen. Wir haben so geile Sachen da geplant. Wir fliegen ja nach Sri Lanka und wir wollen zum Beispiel eine Waltour machen. Wir wollen Safari-Tour machen. Wir wollen an den Schildkrötenstrand. Wir wollen so einen Freizeitpark mit Elefanten. Da muss ich auf jeden Fall meine Kameras parat haben. Deswegen ist das das Erste, was ich jetzt mache. Ich suche mir jetzt einen Zettel und einen Stift und schreibe erstmal alles auf. Okay, Liste ist jetzt fertig. Ich habe jetzt 2 neue Koffer gekauft. Hallo! Okay, neues Fernrohr. Ich habe jetzt 2 neue Koffer bestellt. Einen hatte ich ja schon als Handgepäck. Die andere war leider viel zu klein. Jetzt muss ich erstmal ausmessen. Handy vergessen, da stehen auch die Maße drin. Weil ich das Gefühl habe, dass der eine eventuell ein Stück zu groß sein könnte. Bin ich ihn eigentlich immer so nah dran? Und zwar dieses gute Stück hier. Das sieht nämlich ein bisschen zu groß aus. Haben darf es 55 x 40 x 20. Bitte, 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 bitte. Ah ja, doch, okay. Sogar noch ein bisschen Platz. 53 hoch, 40 breit darf er. Ist auch noch Platz. Und 20 cm dick. Okay, 20 cm dick ist er. Okay, supi, dann kann ich ja jetzt anfangen zu packen. Ich hatte echt Schiss, dass er zu groß ist, weil dann hätte ich jetzt echt nicht gewusst, was ich machen soll. Dann legen wir los mit dem ersten Kind. Ich würde sagen, dafür nehme ich den größten Koffer. Jonah. Oh, schick. Das ist mein. Ja, das sieht süß aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Avatar. Ich mache zuerst die Kinderkoffer und da packe ich beide Klamotten in einen Koffer rein. Muss ich mal gucken, welcher der größte ist. Das ist übrigens mein absoluter Lieblingskoffer. Den hätte ich am liebsten auch noch mal 3-mal geholt, weil der vorhin nur noch mal so ein Fach hat. Aber den gibt es nicht mehr. Und ich habe jetzt schon mal den Stapel zurechtgemacht für die Kinder, was sie morgen anziehen wollen. Wir machen es immer so, dass wir eine relativ dünne Leggings mitnehmen. Auch keine Winterstiefel anziehen, sondern solche Sommertonschuhe. Und dann einfach ein T-Shirt drunter und einen dünnen Pullover drüber, dass sie den Pullover ausziehen können. Und ins Handgepäck packe ich dann meistens nochmal eine kurze Hose, weil wir dann ankommen, dann sind es einfach mal 30 Grad. Und wenn wir hier losfahren, ist es einfach viel zu kalt für kurze Sachen. Ja, dass wir uns halt im Flieger umziehen können, bevor wir da rausgehen. Kurze Kaffee- und Teepause. Die 2 Tassen muss ich jetzt austrinken. Und Juna spielt in der Zeit mit Schleim. Boah, Juna, das ist eklig. Ich muss rein. So, wir haben es jetzt um 10.31 Uhr. Juna, Papa holt dich in einer halben Stunde ab. Ja! Okay! Freude sehr groß. Oh Leute, ich friere so durch. Ich habe es geschafft. Ich habe den Kinderkoffer komplett fertig. Ich habe meinen Koffer auch fertig. Und jetzt hapert es an dem letzten Koffer, wo halt das alle Nötiges rein muss. Wie die Reisepässe, ein bisschen Knapperzeug, Unterhaltungsgedöns wie Malbücher, Stifte, Feuchttücher, die Medikamente, also so Notfallmedikamente wie Schmerztabletten, Fiebertabletten und sowas alles. Ich weiß, dass da einfach nicht mehr alles reinpassen wird. Mein Laptop muss da auch noch rein. Plus Ladekabel, 2 Kameras mit den ganzen Kabelgedöns. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Und ich kann die Kameras auch nicht irgendwie zwischen die Klamotten packen, weil das sind die Sachen, die du beim Flughafen auspacken musst. Und ich muss es auch die ganze Zeit irgendwie rankommen, weil ich drehe ja damit. Ich meine, das sieht so aus, als wäre hier noch richtig viel Platz. Aber ich habe noch nicht mal unser Waschzeug drin. Das muss auch noch hier irgendwie rein. Das sind ja auch Sachen, die du dann rausholen musst. Und hier ist eigentlich auch schon alles voll. Und ja, ich muss die Windel noch mitnehmen, weil nachts schafft sie es noch nicht durchzuhalten. Und mal halt Malsachen, dann kommen noch die iPads rein. Mein Laptop, dann ist das Ding hier schon voll. Ja, und wie gesagt, hier kommen jetzt noch das Waschzeug rein. Ganze Kameragedöns. Gott, ey. Mittagspause. Piep, piep, piep. Wir haben uns ganz doll lieb. Guten Appetit. Guten Appetit. Und nebenbei lade ich noch bei Netflix ein paar Filme und Serien runter, damit die Kinder ein bisschen Beschäftigung haben, wenn wir dann im Flieger sind. Mimi und Spot kriegen auch jetzt erstmal
Ja, ich hab euch. Ja, ihr könnt weiter essen. Ich bin sie voll erschrocken. Die bekommen jetzt auch ganz schnell was zu essen. Da muss ich jetzt für die auch nochmal schnell Sachen packen, denn die werden gleich von der lieben Vero abgeholt. Was bellst du so? Hä? Was bellst du so? Ja? Merkst du, dass du abgeholt wirst? Oh, ihr beiden. Ihr beiden. Ich lieb euch, ich lieb euch, ich lieb euch. Es geht los, es geht los, es geht los. Aber du freust dich schon, ne, Spot? Oh, ich werde dich ganz schön vermischen, ich werde dich ganz schön vermischen. Was du denn? Bleib doch mal entspannt. Ganz tschüss. Komm ja gesund wieder. Ja. Tschüss. Tschüssi, tschüssi, Mimi. Tschüssi, Spotty, bis nachher. Also bis in ein paar Tagen. Dankeschön. Passt gut auf die Mäuse auf. Tschüss. Komisches Gefühl. Inzwischen Abendbrotzeit und ich habe Besuch bekommen. Oh! Die Janina wird dann schön auf meine Ratten aufpassen. Ich werde sie kuscheln. Ja, bitte. Traust du dich das? Klar. Ja? Da bin ich aber gespannt. Aber nicht knutschen, nur kuscheln. Nur kuscheln, nicht knutschen, okay. Guck mal, was die Mädels gerade machen. Der Koffer ist so halb eigentlich gepackt. Also eigentlich bin ich fertig, ist wieder so Kleinkram, so ein bisschen. Ach nein. Juna war im Kino mit dem Papa und jetzt liegt hier überall Popcorn rum. Das räume ich jetzt nicht auf. Da habe ich jetzt gar keinen Bock zu. Oh, das Popcorn liegt im Ankellzimmer. Mädels, das Popcorn räumt ihr bitte noch auf, ne? Nein, das ist mein. Ja, das liegt aber auf dem Boden. Das, was auf dem Boden ist, das räumt ihr bitte weg. Ich gebe euch eine Schüssel, dann könnt ihr es da reinmachen. Danach werft ihr es weg. Ich räume das Naja. Und ich habe auch schon fast mein Bild produziert. Zumindest habe ich vorbereitet für das Gewinnspiel. Wie sieht's aus, wa? Da waren hier waren schon die Helium-Luftballons drin. Die sind da. Da ist noch der Rest. Das Bild mit dem Gewinnspiel schon gemacht. Jetzt muss ich mich noch fertig machen, aber ich möchte erstmal Haare waschen. Und dann mache ich mein Foto. Und freut ihr euch auf den Urlaub? Ja. Morgen geht's los. Bin schon auch ganz gespannt auf das Zeugnis. Was? Was? Es gibt keins? Nein, du bist doch gar nicht in der Schule. Ich kriege eins. Genau, du kriegst eins. Mami, ich will auch eins. Du kriegst später eins, wenn du immer in der Schule bist. Dann kriegst du auch ein Zeugnis. 21.46 Uhr. Mein Bild ist jetzt produziert worden. Ich bin damit jetzt durch. Deswegen habe ich auch gerade ein goldenes Oberteil an. Also ich bin hundemüde. Ich habe mega Kopfschmerzen irgendwie. Ich kann gar nicht mehr richtig nachdenken. Ich habe einfach nur Schiss, irgendwas zu vergessen. Aber so ist es bei mir immer. Wo ich eine Liste mache, habe ich immer Angst, irgendetwas Wichtiges zu vergessen. Genau, ich starte jetzt nochmal meinen Rechner. Den nehme ich auf jeden Fall mit, den kleinen. Für die ganzen YouTube-Videos packe jetzt auch die ganzen Restsachen zusammen. Passt übrigens doch alles in die Koffer. Sei Dank. So noch Kleinzeug, was jetzt rein muss. So Kamerakabel und so, aber die nehmen alle keinen Platz weg. Dann kann ich aber da nicht shoppen. Also das war es dann auf jeden Fall. Gut, meine Lieben. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich melde mich dann morgen wieder. Also ich werde wieder drehen morgen komplett. Und dann wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen Tag oder nach der Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Wünsche.